So, da sind wir wieder mit Splatoon 3 und wir erwarten alle schon sehnsüchtig das Ergebnis. Na, was ist am wichtigsten im Leben? Geld, Ruhm oder Liebe? Es sah ja sehr, sehr gut aus für das Team Liebe. Alles war in Pink, alles war rosa, alles war mit Herzchen und Küsschen und aber. Jetzt erwarten wir das Endergebnis. Ich muss sagen, oh, die Stimmen waren schon mal ziemlich gut. Nein, jetzt kommen erst die Stimmen, Beitrag, Stimmen. 47%, was nur 9,10% für Ruhm. Das finde ich ein bisschen schade, weil Ruhm hatte ja die schönere Farbe eigentlich. Ich hatte das gesamte Splatfest über kein einziges Mal das Glück, gegen Ruhm zu spielen. So, aber hier, er sieht gut aus für, jetzt hätte ich schon gesagt, Team Gelb, Team Geld. Und wir gucken das Endergebnis an. Na, dann spitzen wir mal die Ohren, ei, ei. Boah, der Dreifarbmatch hat's rausgeholt. Mit 33 überragenden Punkten. Sieg für Geld, das ging unrühmlich für uns aus. Oh, und auch Mantaro, der tut mir irgendwie wieder ein bisschen leid, weil er... mein Dank, Freunde des Geldes, ihr habt nicht geknausert, sondern geklatzt. Die Highlights vom Team Ruhm sollten dafür in 4K auf Social Media rauskommen. Ei, ei. Und ich habe euch trotzdem lieb, klasse gekleckst. Ja, das stimmt, wir haben wirklich klasse gekleckst. Ich glaube, das war das erste Splatfest überhaupt, wo ich jetzt mitgemacht habe. Ich habe bisher alle Splatfeste, seit ich Splatoon spiele, mitgespielt, war das erste, wo ich am meisten, was heißt ich, aber wo die Teams, wo ich mitgespielt habe, am meisten verloren habe. Die meisten Fails, die meisten, also so viel Niederlagen, also wie gesagt, Spiele, das ganze Team hat ja da gespielt, habe ich noch nie erlebt, noch nie. Dafür aber in allen 10 Kämpfen gewonnen. Das werdet ihr dann auch sehen. Also dieses ist jetzt nur ein Video, wo ich euch die Endergebnisse von diesem Splatfest mitteilen möchte. Und die Highlights vom zweiten Spieltag, das heißt von meinem zweiten Spieltag, werden dann heute im Laufe des Abends als Livestream, als Konserven-Livestream, dann hier auf dem Kanal noch zu sehen sein. Ja, das war das Splatfest Geld, Ruhm, Liebe. Was mir besonders gut gefällt, oh, 24 Muscheln, richtig cool, sehr gut. 134 Muscheln habe ich jetzt. Was mir besonders gut gefällt ist, wenn das Splatfest vorbei ist, dass wir wieder dieses alle zerrissene T-Shirt anhaben. Ich habe ja überlegt, ob ich es mal anlassen soll, weil es auch irgendwie so einen gewissen Charme hat, ja. Aber nee, ich möchte ein anderes T-Shirt. Jetzt überlege ich gerade die grüne Jacke wieder oder ein T-Shirt. Ich will erstmal wieder ein T-Shirt anziehen. Ich werde dann das Outfit dann wieder anpassen, wenn ich ein entsprechendes Themenvideo mache, weil wir wissen ja, ich habe euch ja gesagt, der Spaß bei diesem Spiel ist im Vordergrund, die Sandalen möchte ich noch anlassen, ja, Gasmaske, und ich sehe, es gibt neue Posen und vielleicht ist, oh, die, ja, der Hakenhopser, die Pose möchte ich haben. Ich habe ja, gesagt, dass ich diese Pose, wo man so über die Schulter guckt, die hätte ich gerne. Und die habe ich jetzt. Also es ist nicht exakt die gleiche, aber ich möchte diese Pose haben. So, aktivieren. Ah, egal, während ich hier versuche weiter. Ihr habt einen Stil. Übrigens, einen Stil kann man dann auch speichern. Also so einen Gesamtstil kann man speichern. Und den kann man dann auch auf den Amiibo übertragen. Und das werde ich dann vielleicht machen. So, ich habe ein Foto gemacht, dass ich auch gleich ein paar Bilder für die Thumbnails habe. Und ja, Hakenhopser heißt diese Pose. Cool. So, ich würde auch sagen, ein paar Runden spielen, damit ich wieder eine andere Tentakelhaarfarbe bekomme. Blau wäre ganz toll oder auch gelb. Ja, mal gucken. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, dass der Spaß im Vordergrund steht. Und natürlich freue ich mich wahnsinnig. Ja, ich freue mich so richtig, dass unser Team
Diese Animation. Jetzt, dass unser Team, Team Gelb, Geld gewonnen hat, natürlich. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass es ein ganz knapper Sieg für Team Liebe wird, weil Liebe, wir haben ja immer die ganze Zeit gegen Liebe gespielt. Warum spreche ich immer in der Wirtzahl? Egal. Ich habe immer die ganze Zeit gegen Team Liebe gespielt und habe fast immer verloren. Ein paar Spiele waren dabei, die sind richtig gut gelaufen. Vielleicht hatten aber auch die Spieler keinen Bock mehr und haben sich nicht mehr so angestrengt. Keine Ahnung. Ich habe ja auch eine halbe Sehnscheidenentzündung mir zugelegt, weil ich eben die ultimative Geld-Fanclub-Leiter-Rang Dingsbums unbedingt erreichen wollte. Das war ja das persönliche Ziel. Und ich habe ein paar Waffen ausprobiert, aber nicht alle. Oh, da oben ist ein Sniper unterwegs. Kriege ich den? Kann ich den abschießen? Kriege ich den? Ja. Übrigens, mit diesem Doppler-Kleckser komme ich recht gut voran, recht gut zurecht. Den hatte ich ja, diese Waffe hatte ich ja ganz am Anfang mal, weil mir der Grampanzer wirklich richtig gut gefallen hat. Nee, das war der Haihammer. Der Haihammer war es, nee. Das hatte ich ganz am Anfang. Komme ich recht gut zurecht. Ich glaube, ich behalte diese Waffe vorerst mal. Wie gesagt, es gibt Waffen, die sind gut fürs Einfärben. Besser fürs Einfärben geeignet. So, und das Sniper hat mich zum zweiten Mal. Wer ist denn das? Die Jane. Die Jane. Und als Banner-Titel und der Name ist bloß ein Stern. Toll. Dann gibt es wieder Waffen, die sind besser zum Killen geeignet oder zum Fernkillen geeignet. So, ich glaube, diese Sniperin ist jetzt weggesplattet. Ja, momentan sieht es gut für uns aus. Die Farbe gefällt mir noch nicht so. Dieses Grün ist irgendwie so. Da muss ich noch eine Runde spielen. Allein nur, um die Farbe wieder zu kriegen. So. Ja, toll. Natürlich kriegt mich die Splatville-Anführerin weg. Übrigens, ob sie gefallen, dass ich mich wiederhole. Es gibt sehr viele weibliche Spieler bzw. weibliche Characters, ist mir aufgefallen. Gut, spätestens am Titel, am Bannertitel kann man es erkennen. Ich weiß nicht, ob ein Mann oder Jungs, ob die sich Anführerin reinschreiben lassen würden, obwohl das wollen wir auch nicht, ist auch nicht schlimm. Aber das nur am Rande angemerkt. Der Spaß steht im Vordergrund. Bitte mich schon mal. Und ja, vor dem Splatfest. Das ist das eine. Ich habe alle meine persönlichen Ziele erreicht im Splatfest. Und jetzt ist es an der Zeit, mal wieder was Neues zu machen. Ich möchte hier ja Gondent liefern. Springende Mama, SKO. Leute, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, gell? Aber ich stelle mir das immer ziemlich peinlich vor. Heutzutage sagt mir auch Grinch, wenn Eltern so meinen, sie sind cool und spielen die Spiele ihrer Kids auf der Switch. Ey, guck, ich habe auch einen eigenen Account. Und da stehen dann meistens die echten Vornamen drin, denke ich mal. Weil ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sich tatsächlich als Nickname Namen reinschreiben wie Sibylle, Christine oder Manfred. Deswegen, das stelle ich mir irgendwie ziemlich lustig vor, wenn dann die Mami oder der Papi auch mal hier Roblox oder Splatoon spielen. So, die Animation, jetzt geht's ja wieder. Ich muss unbedingt mal neue Animationen machen. Das kann ja nicht sein. Das sind ja auch Szenen aus dem Film. Da müssen mal eigene Kip-Animationen her. Da werde ich mal Blender für die nächsten paar Wochen und Monate bemühen. Das ist nämlich nicht so einfach, wie es aussieht. Oder wie man denkt, dass es aussieht. Ja. Ihr könnt gerne, sofern ihr Lust habt und sofern ihr dein Interesse habt, ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr sehen, was ich mal mache? Also gerade bei in der Rubrik, in dem Format Planlos in Splatville. Oh cool, gelb. Jawohl. Im Format Planlos in Splatville, da will ich ja eher so Sachen zeigen, wie man Klamotten kauft oder wie man irgendwie was an Styles verändert oder Spinde.
mal zeigen oder wie man die so einrichtet. Und planlos deswegen, weil ich eben nicht, wie gesagt, nicht der bekannteste, der begabteste Gamer und mich sehr ungeschickt anstelle. Und ja, ich mache da draus dann eben mein Ding. Wie hat Unge mal gesagt, macht aus euren Schwächen eure Stärken und schon klappt's. Wenn man unbefangen an die ganze Sache rangeht, guckt hin, dann schafft man auch mit dem Krabbenpanzer einen Kill. Jawohl, und die das Gelb sieht hier cool aus. Und als Kontrastfarbe dieses Violett, boah, das sieht schon krass cool aus. Sehr schön. Also mir gefällt's. Und ja, das wollte ich sagen, was euch so interessiert, ob ihr vielleicht Fragen habt, ob ich vielleicht mal was Bestimmtes erklären oder zeigen soll in dem Spiel, dann lasst mich gerne wissen. Oder auch mal so eine Challenge, wo ich Doppelkill, was ist denn los? Wer bist du und was hast du mit Kip gemacht? Der doch immer weggekillt wird. Ja gut, jetzt ist das Splatfest aus, alle sind euphorisch und irgendwie wird eher so lock. Jawohl, na ey. Oh, gegenseitiger Kill. Questo. Natürlich, wenn ich den Krabbenpanzer habe. So. Ja, ich würde mal gerne so ein paar andere Waffen ausprobieren. Waffen, mit denen ich vielleicht gar nicht so zurechtkomme. Zum Beispiel mit diesem Pfeil und Bogen, der so angepriesen worden ist. Mit dem man ein bisschen aussieht wie Rambo. Der mit angezündetem T-Bags da rumballert. Jetzt. Ja. Damit mal so ein bisschen spielen. Das wäre vielleicht mal interessant, ziemlich lustig. So, noch eine Minute. Der Kanon läuft. Da ich den Livestream, wo ich diese Rückblick mache, nicht komplett kommentieren werde, möchte ich vielleicht ein paar Sachen sagen, was während dem Splatfest noch passiert ist. Vielleicht mache ich auch ein paar Videoausschnitte noch daraus. Das könnte ich auch machen. Aber der Stream wird komplett gezeigt. Keine Angst. Also alle Spiele, wo ich gespielt habe, muss ich sagen, da sind ein paar Sachen passiert, die ich richtig cool fand. Zum Beispiel zum ersten Mal, ich wusste gar nicht, dass man da eine Meldung bekommt, aber da kam eine Meldung, jemand findet dich spritzig. Ist das der Ausdruck? Ja. Also ihr wisst vielleicht, wenn man auf dem Gruppelhilfsplatz andere Inklinge oder Octolings-Spiele anklickt, dann kann man Y drücken und die spritzig finden. Also wenn man die toll findet oder wenn einem das Outfit gefällt oder was immer. Das ist so das Pendant zum Like bei Facebook oder so. Oder Daumen nach oben bei YouTube. Und da habe ich gestern zum ersten Mal, jedenfalls bewusst, Nachricht gekriegt, dass dich da jemand spritzig findet. Das hat mich total gefreut. Jawohl. Und jetzt. Ist es schon die neue Pose? Ja, es ist die neue Pose. Jawohl. Zack. Und eng. Und Foto fürs Thumbnail und für Facebook. Und das fand ich schon toll. Und ich habe auch während dem Spielen auch eine Freundschaftsanfrage bekommen, obwohl mein Freundschaftscode gar nicht mehr irgendwo sichtbar ist. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Oder kann man auch Freundschaftsanfragen schicken, wenn man einen Inkling oder einen Octolings-Mitspieler auf dem Inkoblis-Platz oder Splatville irgendwo so anwählt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das werde ich noch rausfinden. Das wäre dort was für die Rubrik Planlos in Splatville. So, ich möchte mit meinem neuen Outfit noch ein paar Fotos machen. Die Gasmaske. Ja, lasst euch mal überraschen, ob ich die anlasse. Die Gasmaskenstaffel war ja beendet. Ich habe sie nur in der zweiten Hälfte vom Splatfest dann mal angezogen. Ich habe irgendwie mit der Gasmaske immer das Gefühl, dass ich besser spiele oder irgendwie aggressiver spiele. Keine Ahnung. Es gefällt mir immer noch recht gut. Aber wenn dann die Sommerferienstaffel geht jetzt los, gibt es dann vielleicht auch mal eine andere Kopfbedeckung. Und ich weiß, das Outfit hat auch immer irgendwie Einfluss darauf, wie man spielt und wie man schwimmt und so weiter und so fort. Lass ich euch gerne wissen, wenn ich da mehr herausfinde. Das ist der Feuerwehrhelm. Den kann man übrigens, glaube ich, nicht bestellen. Da steht es auch. Den kriegt man bei der GmbH. Warum ist denn der da blau?
Ich dachte, die Farbe von den Outfits kann man nicht ändern. Naja, egal. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Und was Team Money More Like Team Homophobia. Das stimmt. Also Homophobia ist hier überhaupt nicht erwünscht. Die können sich scorchen. Selbst scorchen. So, ich möchte nur noch ein Foto hier bei diesem LKW haben. So, das war's. Macht's gut. Und wie gesagt, im Laufe des Abends oder des Tages, des Abends, kommen alle meine Spiele vom Splatfest Tag 2 hier live auf dem Kanal, aber unkommentiert. Kipp Supernova over and out.